命の火をかけた両者の攻防。イタチの実力はサスケを上回っていた。それでもなおサスケは倒れず、最後まで抗った弟に対し、あ、ここに倒れた。イタチの死、そして兄の真実はサスケの心を揺さぶった。揺れた心はやがて憎しみへと変わり、ウチハサスケは闇に歩むことを決意するのだった。そしてウチハの決闘と時同じく、いや、Hier, das kennen wir auch schon aus der Jiraiya-Story, sind wir in Amegakure und da sind Conan und Pain. Und genau da spielen wir jetzt auch, wir spielen in der Rolle von Conan. Das kennen wir ja schon alles, ehemalige Schülerin von Jiraiya, jetzt bei Akatsuki und so weiter, Papierfrau. Ja, Jiraiya ist enttäuscht hier, wir konnten es nicht anschließen, da, da, da. Ja, ich bin aus Papier, ich kann alles, ist gut. Ah, ich guck mal, ich bin ein Engel aus Papier, ich habe ganze Welt ausgerottet, damit ich so viel Papier habe. Und jetzt kämpfen wir und diese Stimme hört sich scheiße an. Okay, ich denke mal, der Gegner ist 60, 70 Punkte stärker. Irgendwie sowas? 60, alles klar. Und Shikigami-Tan, tschüss. Ich wusste, dass er angesprintet kommt. Wieso wusste ich, dass er angesprintet kommt? Konnte ich irgendwie riechen, ne? Nein, das war einfach ganz klar, weil die Gegner am Anfang immer angesprintet kommen. Das haben wir jetzt ja schon in den vorherigen Kämpfen gesehen. Deswegen war klar, der Gegner kommt angesprintet und ein Shikigami-Tanz ist angebracht. Und der Griff ist auch mit Shikigami-Tanz. Und wir können noch einen Shikigami-Tanz raushauen. Der verfolgt ihn ja bis da hinten hin. Das ist so schön. So, jetzt fliegen wir hier ein bisschen rum und... Tja, Angriff! Batz, batz, batz. Woo! Und ja, ich gehe jetzt nicht in den Erwachtmodus. Der Erwachtmodus ist nämlich... Wow, scheiße. Und nochmal Griff. Ah, schade. Der Erwachtmodus ist nämlich eigentlich Hammer Lame von Conan. Und zwar zieht er einfach nur... ja... diesen Engelsmodus, also Papierflügel um. Also der ist nicht so wirklich besonders, als dass man den zeigen müsste. Finde ich jetzt jedenfalls. Vielleicht kann man nochmal die Ulti zeigen. Tschüss. So, und jetzt aufladen. Und jetzt bitte, Jiraiya. Komm her. Verschwinde! Komm, ganz unstylisches KO. Tschüss. Ja, das war irgendwie voll lame, das KO. Aber ist egal, mir ist eingefallen, ihr habt ja im Let's Battle gegen Sven die tolle Ulti von Conan gesehen. Mit dem tollen Papierspeer. Oder Papierdorn. Oder Papierdolch. Oder dieses spitze Papierding da, ne? Ihr wisst schon. So, 91% Gesundheit, toll, habe aber nur B. Ich verstehe es irgendwie nicht. Wahrscheinlich wird das auch gar nicht nach Gesundheit gerechnet, da wie oft man Jutsu gemacht hat, wird wahrscheinlich gerechnet und alles Mögliche. たとえ死が相手であっても手を抜くことはなく、ジライヤはコナンの実に翻弄され、そして戦場に現れたペイン陸道の攻撃によって雨に散った。もはや。So, und jetzt fragt ihr euch bestimmt, wieso haben wir nicht den Kampf von Pain und Jiraiya gespielt? Wir müssen doch auch noch mit Pain kämpfen. Ja, das ist ganz simpel. Wir kämpfen jetzt gleich mit Pain gegen Naruto. Und ja, den Kampf mit Jiraiya haben sie ausgelassen. Bitte fragt mich nicht, wieso. Keine Ahnung, aber den haben sie einfach ausgelassen. Ist mir unerklärlich. Aber die haben ja hier eh schon alle stark gekürzt. Ist ja auch klar, man kann nicht einfach so 600 Folgen Naruto in so ein Spiel packen. Also das wäre ja auch zu viel verlangt. So, jetzt hier noch ein paar coole Salzstangen wieder, um mich zu motivieren.
Keine Sorge, das werde ich jetzt auch nur in dieser Aufnahme, in diesem Part machen, mit den tollen Salzstangen. Das wird jetzt nicht verhäuft vorkommen. Ich finde das nur irgendwie ziemlich lustig, dass irgendwer wollte, dass ich irgendwas im Part esse, weil, keine Ahnung. Keine Ahnung, fand ich einfach lustig. Und ja, deswegen habe ich es einfach gemacht. Und jetzt der Kampf zwischen Gott und Eremit. Pain gegen Naruto. Komm, Naruto, hau eine Kampfansage raus. Ah, ich werde dir nie vergeben, ist eine Kampfansage. Kann man gelten lassen. Oder so tolles Altdeutsch. Du magst Zetern. Oh yeah. Ja, sein Ende ist nah. Wuhu. Gut. Ich denke mal, der Gegner ist 80 Punkte stärker oder 80% hier, Prozent, was auch immer. Ne, 60 Punkte nur. Alles klar, und auch der Erwachtmodus von Pain ist nicht gerade besonders toll, also brauchen wir den auch nicht zeigen. Bam! Und wieso macht Naruto eigentlich nichts? Der kämpft ja hier ohne Gegenwehr. Ha! Wir konnten mit Shinra Tensei, dem Ultimate Jutsu und dem Odama Rasengan ausgewichen. Ja, Rasengan, Sperrfeuer, komm. Jetzt hast du aber keine Chance mehr zum Ausweichen. Bam, und nochmal die Hunde. Und die Echse. Lecker. Ja, das war voll lecker für die Echse. So, und dir soll Gerechtigkeit widerfahren. Ha, ich habe den Spruch schon vorher gesagt. Boah, bin ich gut. Dir soll Gerechtigkeit. Oh, ja, das wollte ich nicht. Dir soll Gerechtigkeit widerfahren. Los, 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 los. Dann tschüss. Er wollte ja nicht hören. Naruto, tschüss. Du darfst hier nicht hin. Ah, jetzt will er hier den Fuchs rausholen. Ja, komm. Tschüss. Tschüss. Nee, nee, nee. Sowas kann man doch nicht dulden. So ein Wutausbruch hier. Das ist nicht zu tolerieren. Genau. Das soll ihn jetzt ein bisschen ruhiger machen. Der hat wieder seine Pillen genommen oder was auch immer. Er hat irgendwas konsumiert, damit er so durchdreht. Und den stecken wir jetzt erstmal wieder zurück in die Irrenanstalt, wo er hergekommen ist. Und nehmen mich am besten gleich mit, weil ich sowieso total irre bin.渦巻きナルトの抱く平和への意志はペインあの長門の心さえも動かしそしてこの葉隠れを救い彼は散っていく暁の描く計画は少しの変更を余儀なくされるも人中力捕獲の行動は続く. Ja, und jetzt kommt auch schon einer meiner Lieblingskämpfe in dem ganzen Anime, in der ganzen Serie, wie auch immer. Und zwar von meinem Lieblingscharakter Kisame gegen Killaby. Und ich hoffe wirklich, wir können ihn in den Erwachzustand. Ach genau, und Hachibi ist der Achtschwänzige? Nee, egal. Ist auch egal, ich habe jetzt irgendwie wahrscheinlich wieder was falsch verstanden, streich das einfach. Hachibi ist nicht der Achtschwänzige. Ja, und ich hoffe, wir können in den Erwachtmodus gehen. Ich hoffe es, ich will nämlich unbedingt in den Erwachtmodus, weil Kisames Erwachtmodus cool ist. Ja. So, und jetzt... Ja! Yeah! Wir können den Erwachtmodus ab. Und ich glaube, wir werden das auch benötigen, weil der Gegner hat... 81 Punkte erhöhten Angriff. Und sprinte auf mich los. Ah, so geht's auch. Ich wusste irgendwie, dass er sprinten wollte oder sowas in der Art machen wollte. Und genau deswegen habe ich den Hai gemacht, so wie jetzt. Nur leider hat der Hai gerade nicht getroffen. Aber diese Altiwe hier wird treffen. Die wird treffen, hundertprozentig. Habe ich es euch gesagt.
Das habe ich super gut predicted, wie man so schön sagt. Super gut vorausgesagt. Na, willst du gegriffen werden? Zack. Und der einzige Nachteil an Kisame ist... Scheiße, das wollte ich gar nicht machen. Dass er so langsam angreift. Das ist sein einziger Nachteil. Er schlägt so richtig langsam. Aber dafür machen seine Attacken richtig viel Schaden. Und wir müssen zusehen, dass Killer Bee nicht in den Erwachtmodus kommt. Und auch nicht die Ulti treffen lassen. Das ist noch schlimmer. Noch schlimmer als der Erwachtmodus ist teilweise die Ulti. Oder kann die Ulti sein. Hallo, und wieder gegriffen. Bam. Verteidigung gesenkt. Ne, hat nicht getroffen. Scheiße, er hat uns gegriffen. Und, boah, das zieht viel. Dadurch, dass er so stark ist. Gut, dann werfe ich die Dinger hier erstmal ab. Werf das Ding, das, das. Und tschüss. Nicht tschüss? Dann jetzt tschüss. Dann jetzt tschüss. Dann jetzt tschüss. Geht doch. Wir haben nicht mal den Erwachzustand gebraucht. Wahnsinn, ne? Und ich hatte das jetzt auch nicht riskiert. Juhu, dieses Octopus-Chakra war ganz schön lecker. Ja. Weil Samahada, also sein Schwert, frisst ja das Chakra. Und ja, er kann sich auch mit seinem Schwert mit Samahada verschmelzen oder ist er in dieser coolen Heilform. Und ich wollte ich euch da nicht zeigen. Aber ich wollte es nicht riskieren, jetzt ein bisschen Schaden zu kriegen und dann in den Erwachtmodus zu gehen. Und ja, dann hätte er uns gehindert, in den Erwachtmodus zu gehen und hätten wir wieder so viel Schaden bekommen, dann hätten wir es nicht geschafft und so weiter und so fort. ライカゲの介入により事はなされずに終わった。しかし事の首謀者深淵の黒幕内葉マダラに焦りは見えない。すべて想定の範囲にあり、すべては計画通りに進む。 ここまで来るのに随分と犠牲を払ったようだね。 Das ist übrigens das Sori in einer anderen Form. Diese Puppe da. Dieser komische Puppenviech-Dingsens, den ihr gerade gesehen habt. Und das ist auch das Sori, nur halt in der Marionettenform.全ては計画のためだ。だがあいつらの犠牲によって7体の美獣の力を手に入れ、これで次に進むことができる。お前にも働いてもらう。僕は君の犠牲になるつもりはないけどね。これより第4次忍界大戦を始める。 Na, das war doch mal eine Ansage. Und ich dachte eigentlich, man spielt hier noch... Ja, das brauchen wir uns nicht angucken. Ich dachte, man spielt hier eigentlich noch Tobi bzw. Madara. Aber nein, man spielt ihn irgendwie nicht. Aber ich kann euch versichern, irgendwo kommt noch mal ein Kampf vor. Vielleicht in der Itachi-Story oder so. Auf jeden Fall war das die Geschichte von Madara Uchiha. An dieser Stelle würde ich dann sagen, ist der Part hier vorbei. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch auch wie immer gefallen. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part, wo wir dann die Geschichte von Itachi machen. Und wer weiß, vielleicht auch noch eine andere Geschichte, die offen ist. Gut, dann würde ich jetzt sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.